Also wir sind tatsächlich in großer Aufregung hier am Standort Berlin, weil nach vielen Jahren der Suche haben wir jetzt tatsächlich die super Lösung für uns gefunden hier in Berlin. Es wird ab, Freunde, ne, top secret noch, aber heute lasse ich es raus, ja. Es wird ab nächstem Jahr, wir wissen noch nicht genau wann, also die neue Eröffnung wird Ende Januar, Anfang Februar sein, ja, wird es ein neues zentrales Geschäft hier geben. Sorry auch an die Mitarbeiter, wir setzen auf euch. Ja. Wir müssen von überall die Jungs zusammenziehen, aus Rostock, aus Neuruppin, Potsdam, Dresden, überall, Hamburg, so wie du jetzt hier, ja, um diese große Aufgabe zu bewältigen. Wir werden dort auch sehr viel mehr noch Verwaltungsflächen haben, Büros. Wir werden einen separaten Online-Shop lagern, großes noch haben und. Also wir haben dort nochmal viel Entwicklungspotenzial. Dazu gehören auch Büroräume dann in den beiden Hochhäusern, die da stehen. Also es ist so, zwei Tore heißt Hohenschönhauser Tor. Ja. Und dort werden wir mit über 1000 Quadratmeter alles, was das Herz begehrt, jetzt für den Verkauf auch haben. Wir befinden uns gerade am Hohenschönhauser Tor und kommt mal mit, ich muss euch mal was zeigen. Weil wir haben hier so einen schönen Komplex und hier entsteht die neue Angeljoe Angelwelt. Alles natürlich noch top secret, aber ich kann euch schon mal ein bisschen was zeigen. Kommt einfach mit. Hier haben wir so einen schönen Glaskasten, der wird dann auch noch schön geklebt. Hier kommt dann auch schön ein paar Bilder von schönen Fischen hin. Hier haben wir dann praktisch unseren eigenen Eingang, wo es dann runter zur Fläche geht. So, hier geht der Kunde dann runter, aber stopp, Moment, ist ja alles noch top secret. Ich kann euch leider noch nicht die Fläche zeigen, aber wenn ihr mitkommt, zeige ich euch schon mal das Lager. Also los! Hier geht es dann los. Wie ihr seht, jeder Zentimeter wird verbaut. Hier haben wir schon mal den schönen Hayabusa-Haken. Aber kommt mal mit, ich zeige euch mal den anderen Teil des Lagers. Hier einmal rechts um die Ecke. Ah, da haben wir schon den Maxinator, den Barschflüsterer, wie er fleißig einräumt. Na Max, was machst du? Voll am Arbeiten hier. Wir haben auch schon die wichtigen Sachen für die Wintersaison rausgesucht. Ne? Die stehen natürlich weiter vorne. Ja, die brauchen wir ja gleich. Ganz wichtig, jetzt im Winter Eisangeln, wenn denn dann Eis kommt. Wir wollen noch gar nicht lange stören. Max soll mal fleißig weiterarbeiten. Ich zeige euch mal weiter, wo es lang geht. Hier kommt dann das Büro rein, wo die Chefs dann sitzen werden. Und hier vorne geht es dann weiter zur Fläche. Könnt ihr auch kurz mitkommen? Aber wir haben hier so eine Schleuse. Und die Tür lassen wir erstmal zu, weil da kommt ja dann bald die große Eröffnung im Januar. Mit Stars und Bytes der Angelszene, alle im neuen Angeljoe Berlin dann vertreten. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt eigentlich gar keine Zeit. Oben stapeln sich die Paletten. Max beantwortet, glaube ich, alle weiteren Fragen für euch. In dem Sinne, bis bald, Freunde. Jo, hi Leute. Ich bin Max aus dem Angeljoe Berlin, auch bei vielen Maxi. Und ja, ich war da lange Praktikant, ein Jahr lang. Bin da jetzt noch immer nach der Schule, neben der Schule, am Wochenende und so weiter als Aushilfe sozusagen im Laden unterwegs und ja, ist halt super Sache, ne? Als Angler, was will man da Besseres machen, als im Angelladen arbeiten. Alles klar, wir haben jetzt hier auch gerade am Einräumen super Sachen, Hayabusa Drillinge, ja, die benutze ich auf jeden Fall selber sehr gerne für Stinger und auch zum Wechseln bei Hardbaits und natürlich Hayabusa Jigs, super scharf, ja, richtig stabil, absolut geil von der Verarbeitung, also wirklich richtig super Sachen, meine Lieblinge mittlerweile. Also bei uns im Angeljoe ist natürlich im Moment sehr viel los, weil der eine Laden natürlich eingerichtet werden muss, alles muss aus dem alten Laden in den neuen Laden, der alte Laden muss weiterlaufen, die Kunden müssen beraten werden, die Kunden müssen ja insgesamt betreut werden, deswegen ist da natürlich viel Trubel und wir versuchen trotzdem alles so gut wie möglich hinzubekommen. Angeljoe Berlin ist ja Headquarter, das heißt, hier ist die Hauptfiliale, das wird jetzt ein total geiler Laden, es wird für jeden Angler was dabei sein, für Raubfisch, Karpfen, Friedfisch, Meeresangeln, alles da. Größeres Sortiment als vorher, auf jeden Fall wirklich für jeden Geldbeutel auch was dabei und ein hammer gut sortiertes Sortiment, was sich keiner entgehen sollte. Nee, also ich kann euch auf jeden Fall nur wärmstens ans Herz legen, kommt her,
Wir haben eine größere Fläche, eine besser sortierte Fläche. Es gibt mehr Auswahl. Es gibt vor allem für jeden was. Karpfenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Welsangeln, Meeresangeln, alles dabei. Headquarter Berlin, Nummer 1 Angelladen. Kommt vorbei, lohnt sich.